Mit diesem Van fuhr Manella zu Studio 1 nach dem Treffen im Wohnwagen. Ich mach das jetzt einfach. Einspruch! Welches? Den Teller. Nutella? Den Teller. Und, was hat's gebracht? Ha, genau wie ich's mir gedacht hab. Was? Ja, sagt Phoenix. Ach so. Ob jetzt da gleich ein kommt, weiß ich nicht. Na dann, ich bin mal solidarisch. Bei der letzten Aussage, ne, beim T-Bone Steak. Bei der letzten mit dem T-Bone Steak. Irgendwie, weil, weiß ich nicht, wir haben nicht genug Teller oder keine Ahnung. Mhm. Okay, präsentieren wir mal den Teller, blöffen wir mal. Einspruch! Einbruch! Genau wie ich es mir gedacht habe. Sie behaupten, sie hätten ein T-Bone Steak gegessen. Aber ich sage, sie haben keins gegessen. Was soll das denn jetzt, Mr. Wright? Sehen Sie sich das an. Das ist ein Teller. Schade, dass wir nicht den Van genommen haben. Das ist ein Van. Dieser Van stand auf dem Tisch im Personalbereich. Wo genau? Ich kann helfen. Dies hier ist ein Übersichtsplan. Inspektor Grosky sagte dies. Ups. Wie Sie sehen, liegt darauf ein großer Knochen. Mr. Wright, muss ich Sie daran erinnern, dass es ein Teebohnensteak war? Ja, aber da sind gar keine Bohnen drauf. Genau darauf will ich hinaus. Versuchen Sie bitte, sich zu erinnern. Miss Vasquez und Mr. Manella aßen an einem Tisch vor dem Wohnwagen. Doch auf den Tellern lagen keine Knochen. Die Teller waren leer. Der Blick. Miss Vasquez. Geilo. Sagen Sie mir, wie kann man ein T-Bone Steak, wie man ein T-Bone Steak essen kann, ohne dass ein Knochen übrig bleibt? Nun, wir haben ihn mitgegessen. Mr. Manella mag diese Knochen. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Ich würde es am liebsten klicken. Sie aßen kein Steak, würde ich sagen. Das war ein Steak ohne Knochen. Sie aßen kein Steak. Ich würde auch sagen, sie aßen kein Steak. Aber ich würde am liebsten sagen, sie aßen den Knochen. Ja, das würde ich eigentlich auch am liebsten. Ich würde es einfach nur mal gerne tun. Vielleicht klappt ja, wie bei Grossberg. Also gut, wir nehmen als erstes mal. Sie aßen den Knochen. Nee. Bist du dir da sicher? Ich meine, ich liebe Steaks, aber nicht einmal. Ich esse den Knochen. Hey, ich esse ihn auch nicht. Mr. Wright, ich lasse den Knochen auch übrig. Kann ich's nochmal versuchen? Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Ah, okay, gut. Ich hab was verloren. Sie aßen kein Steak. Was? Nix verloren? Glaub nicht. Das ist gut. Sie aßen während dieser Pause gar kein Steak. Sie nahmen ihr Steak und warfen es weg, vielleicht in die Verbrennungsanlage. Ich verstehe. Was also machte Frau Vasquez in ihrer Pause? Ist das nicht offensichtlich, euer Ehren? Sie hackte auf Salmonella rum. Ich würde gern. Nein. Wirklich? Ja, das ist immer so toll, was kommt, wenn man so falsche Antworten bringt. Also wir nehmen's. Sie hackte auf Salmonella rum. Mr. Wright, manchmal weiß das Gericht nicht, ob Sie spaßen oder etwas ernst meinen. Ach ja? Mir wäre es lieber, Sie würden ernst bleiben. Ja, euer Ehren, ich werde mein Bestes geben. Sie traf den Stil-Samurai. Ich finde das toll, dass das geht. Ach, man kriegt's ja vorher angezeigt, wenn's Punkte kostet. Ruhe. Ne? Ach so, echt? Ja. Mhm. Du kriegst doch dann die Ausrufezeichen vorgehalten. Ja, ach, vorher schon. Hm? Naja, es heißt doch, jetzt geht's um was. Dann ist mir noch gar nicht aufgefallen. Doch, das ist passiert schon. Cool. Behaupten Sie das? Ja, euer Ehren. Ja, mein Stylus. Das macht keinen Spaß, wenn du das sagst.
Als Miss Vasquez ihren Wohnwagen verließ, um ihr Steak zu essen, begegnete sie dem Steel-Samurai. Und dann Was? Ja, so. Eben, was? Was? Und dann taten sie es. Ach so, sie mit großem S. Also, es hieß Vasquez, tat das. Nee, nicht kleines S. Und dann sie taten es. Sie töteten ihn mit ihren eigenen Händen. Und zwar mit dem bloßen. Speer, dachte ich. Ah, nee. Der Speer ist nur eine Täuschung. Mr. Wright, ist das nicht etwas anmaßend? Einspruch. Was wollen Sie da wieder für eine Show abziehen, Wright? Er kann behaupten, was er will. Ich habe meine Bodyguards. Sie sagen, ich hätte es getan? Yep. Faszinierend, Captain. Yep. Ah, nein. Und ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass es heute wieder langweilig wird. Gut. Dann mal auf zum geistigen Kräftemessen. Bom. Sie gegen mich. Bom, bom, bom. Oh, Mann. Nee, schaffe ich in den 3 Sekunden nicht. Jederzeit, Vasquez. Viel Glück, Nick. Wir werden ja sehen. Was war gleich wieder die Mordwaffe? Ach ja, Der Samurai-Speer. Endlich. Ja. Nochmal, machen wir das mal flüssig. Jetzt habe ich schon weggeklickt. Na, das war einfach, noch die Mordwaffe. Ach ja, der Samurai-Speer. Ja und? Wie Sie sehen können, bin ich eine Frau von zierlicher Statur. Aber ich habe Muckis. Wie hätte... Ach, das sind die Ausrufezeichen. Ja. Wie hätte ich diesen schweren Speer als Waffe verwenden können? Sie konnten es nicht. Sie haben ihn nämlich nicht verwendet. Würde ich jetzt auch sagen. Irgendwie anders sie umgebracht, anders oder? Getötet, genau. Sie hat ja ihre Bodyguards. Ja. Ich denke, es wäre ihnen sehr schwer gefallen, den Speer als Waffe zu verwenden. Das gilt übrigens für so ziemlich jeden. Du bist da. Sie sehen es ein. Ja. Aber das ist für den Fall unerheblich. Was soll das heißen? Der Samurai-Speer war nicht die Mordwaffe. Jetzt bist du auf einmal voll leis. Entschuldigung, aber das weiß ich nicht. Ach, außerdem sagt sie was? Hast du nicht gesagt? Also, nee, habe ich jetzt nicht gesehen. Dann sag, was soll das heißen? Der Speer wurde neben der Leiche des Opfers gefunden. Ich kann's beweisen, euer Ehren. Ich kann beweisen, dass der Samurai-Speer nicht die Mordwaffe war. Ja, was präsentieren wir denn jetzt? Den Samurai-Speer? Easy, ganz easy. Das 5 Jahre alte Foto. Nimm das! Wirklich? Oh. Falsch, Mr. Wright? Aber ich hab doch noch gar nichts gesagt. Ich hab aber noch... Ja, warte mal, ich will auch... Nimm das! Falsch, Mr. Aber ich hab doch noch gar nichts gesagt. Ich kenne Sie jetzt schon gut genug, um zu wissen, dass Sie den falschen Beweis vorlegen. Was? Alter. Ich spüre das auch in meinem Fable und jeder weiß es, dass Okay, ich habe also den falschen Beweis gewählt. Genug jetzt mit all dem Gespür. Nun gut, okay, hier ist der richtige Beweis, euer Ehren. Och, Mann. Ja, aber was war's dann? Doch den Speer. Ja, aber wieso sollte er das sein? Der Speer war's ja nicht. Ach so. Ja. Am Speer kann man beweisen, dass das nicht war, vielleicht. Aber wieso? Weil er auseinandergebrochen ist, zum Beispiel. Gute Idee. Der würde die Wucht gar nicht aushalten. Nimm das! Nimm das! Also der Richter schreitet schon mal nicht ein, das ist schon mal gut. Ich lege meinen Beweis vor, die sogenannte Mordwaffe. Aber das ist die Mordwaffe. Nicht so schnell. Erinnern Sie sich daran, dass dieser Speer bei der Probe der Action-Szene am Morgen brach? Aber irgendjemand hat den Speer repariert.
Das war die Wachfrau. Großmama? kennst du Timesplitters 3? Future Perfect? Spielt nie, aber ich kenn's. Oh, da gibt's auch so eine Szene, da kommt der Bösewicht aus der Zukunft und dann sagt der Bösewicht aus der Gegenwart zu ihm, wie war das? Großvater? Und dann so, nein, ich bin du! Großvater? Das ist so eine geile Szene. Nun erklären Sie mir bitte, wie es möglich sein soll, dass jemand damit einen Mann ersticht, der ein dickes Kostüm trägt, in die Brust. Ruhe! Mister, worauf wollen Sie hinaus? Denken Sie daran, was Sie... Ruhe. Ich bin diejenige, die aussagt, also hören Sie gefälligst zu. Telefon! Nummer 2. Das passt jetzt gerade. Ja, das ist... Moment mal! Wieso klingelt das so oft bei dir? Er ist schon wieder weg. Diesmal versuche ich schnell was zu zeichnen. So, aufpassen. Erstmal ein Strich. Noch ein Strich. Noch ein Strich. Hallo! Hallo! Bin fertig! Sieht nach nix aus. Sind Sie noch bei Sinnen? Ja, ich hab dich gemeint. Ja, bei Hella. Ach nee, das ist von Sinn. So, Also, sind Sie sich überhaupt bewusst, was Sie da sagen? Falls der Samurai-Speer nicht die Mordwaffe war, was denn bitte dann? Große, starke Männer, auch Profis genannt. Ja, oder Experten. Nee, vielleicht der abgebrochene Dings da vom Speer. Ja. Wie wurde Hammer getötet? Nun, Mr. Wright, können Sie mir sagen, mit welcher Waffe der Mord an Hammer verübt wurde? Das kann ich Ihnen sagen. Können wir es ihm sagen? Können wir. Okay. Würde ich so etwas sagen, wenn ich nicht wüsste, was die Mordwaffe ist? Ich fürchte, mitunter erweist sich Ihre Zuversicht als unbegründet, Mr. Wright. Nun gut, dann lassen Sie uns diese Mordwaffe mal sehen. Jetzt würde ich gerne jetzt das Foto. Ja. Der Gartenzaun-Dings da. Nimm 2! Nimm das! Sehen Sie sich dieses Foto an. Ba-bam! Was ist das? Nun, das ist Jack Hammer, der oben auf der Treppe steht. Das macht gerade keinen Sinn. Weil da stand Richter drüber bei Nun, das ist Jack Hammer. Ach so, oh, Entschuldigung. Ja, aber es macht keinen Sinn als Richter, deswegen war das, denke ich, schon richtig, dass du das gelesen hast. Oh. Nee, das macht als Sinn, Richter. Als Richter Sinn. Ruhe, warum macht das Sinn? Das macht Sinn, weil der sieht, dass dort Jack Hammer steht und fragt sich natürlich, was hat es mit diesem Foto auf sich? Ach so. Und fragt sich auch vielleicht irgendwann, von wann das ist. Wenn keine Ruhe einkehrt, wird die Verhandlung vertagt. Schon wieder. Mr. Wright, was hat das alles zu bedeuten? Dieses Foto wurde vor 5 Jahren aufgenommen. Da gab es einen schlimmen Unfall in den Global Studios. Dies ist ein Foto von genau diesem Unfall. Kein Sterbenswörtchen davon kam an die Öffentlichkeit. Es war ein wohlbehütetes Geheimnis in den Studios. Was hat das denn mit dem aktuellen Fall zu tun? Mr. Edgeworth, sehen Sie es denn immer noch nicht?